Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesglück am 13. Dezember 2018. Warum dieses Glück, warum dieser Begriff Tagesglück? Wir sollen glücklich sein. Das Leben ist aber kein Zuckerschlecken. Wir sollen trotzdem etwas entdecken in unserem Alltag. Nur 10 Minuten Lachen jeden Tag verlängert unserem Leben. Und es ist auch gut, nachdenklich zu sein. Was passiert dann, wenn wir sterben? Weil wir alle werden zurückblicken. Und wenn wir in diesem Moment dann sagen, ich habe noch gar nicht gelebt, ich möchte das und jenes besser machen, geht aber nicht. Die Zeit ist dann vorbei. Und das ist bitter, das ist richtig hart. Und wir sollen jetzt schon auf diesen Moment denken, weil dieser Moment kommt. Und das ist mein Gedanke bei diesen Aufnahmen, das zum Entdecken, ein kleines bisschen Glück in unserem Alltag, jeden Tag oder mal 10 Minuten zur Ruhe kommen, ist auch Glück, weil dann spüren wir unsere Kraft. Es gibt Einflüsse von außen und das sind Energiefelder. Natürlich gibt es auch kosmische Einflüsse, beeinflusst auch unser Leben. Und es ist nicht immer harmonisch. Und das, was ich hier zeige, wie bringen wir das in Harmonie? Wie lernen wir, in Einklang zu sein mit der Natur? Wir haben 4 Grundelemente. Alle 4 ist lebensnotwendig und gleichwertig. Die Feuerelement gibt uns die Wärme. Das ist die Begeisterung, die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Dann haben wir die Erdeelement. Das ist unser Planet Erde, das ist die Natur, das ist der feste Boden unter unseren Füßen. Und das gibt uns Halt, das gibt uns Sicherheit und Stabilität. Und dann gibt die Luftelement, das schenkt uns das Atem, verbindet uns mit unserem höheren Selbst, auch zum Gott. Und dann das Wasserelement, steht zu unserem Unbewussten, zeigt unseren Gefühlen und das ist die Quelle, das ist unsere Intuition und auch unsere Inspiration. Und wenn wir bedenken, dass die Pflanzen leben davon, von der Sonnenkraft, von der Erde, von der Luft und von Regen, dann verstehen wir auch, warum ist es so wichtig, diese 4 Elemente zu betonen und das in Ausgleich bringen, weil nicht jeden Tag ist im Gleichgewicht. Aber wir können das in Hand nehmen, dieses Werkzeug. Und das, was ich hier zeige, Sonne befindet sich nach indischen Astrologie noch im Tierkreiszeichen Skorpion, bald übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Ich bevorzuge die indischen Astrologie, weil diese Berechnung ist präziser. Sonne hier im Skorpion gehört zum Wasserelement, also betont die Gefühle. Und Sonne gibt die Licht, die Klarheit, aber auch das Lebenskraft. Das wir jetzt entdecken, wie wichtig das ist, auf unseren Gefühlen achten. Mond beeinflusst unseren Gefühlen, herrscht auch über die Wasserelement, aber diesmal befindet sich in Luftelement. Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Wassermann. Ich setze Mond zum Luftelement. Mars gibt uns die Kraft, etwas in Bewegung setzen.
Mit dieser Kraft können wir uns durchsetzen im Leben, dieser männlichen Energie. Mars befindet sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann. Also ich setze Mars zum Luftelement. Merkur handelt und vermittelt. Steht auch in Bezug zur Kommunikation. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen, was die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Also es ist wichtig, über Gefühle zu sprechen. Jupiter ist die göttliche Gerechtigkeit, aber öffnet unseren Augen auch auf die Ungerechtigkeiten, zeigt noch etwas, mit unserem Größen bewusst zu sein. Und wenn wir diese Weisheit beherrschen, bringt unserem Leben auch Glück. Jupiter befindet sich nach indischen Berechnungen auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Jupiter auch zum Wasserelement. Venus ist der Planet der Liebe, Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, Harmonie und Frieden. Alles, was schön ist, gehört zu Venus. Das ist eine weibliche Energie. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, ist Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Mit Saturn endet die persönlichen Planeten. Und Saturn hält die Kraft zusammen. Saturn erdet und belehrt uns. Saturn setzt sich in die Mitte. Saturn bewegt sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Eine längere Zeit. Und in diesem Zeitraum lernen wir die Schützeneigenschaften kennenlernen. Die Sport, Bewegung, Reisen ist aber auch eine innere Reise, die Erkenntnisse. Und die Schütze zeigt etwas. Das ist das Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und das sind unsere Wünsche. Und wenn wir das als Ziel setzen, dann können wir orientieren in unserem Leben. Kabbala ist die Weisheit der Judentum. Und Kabbala beschreibt die Engel, ein System. Und sie ordnen das. Das ist eine Ordnung. Sie ordnen das nach Namen. Sie ordnen das auch nach Zahlen, auch nach Planeten, selbstverständlich. Die heutige Engel nach Kabbala, und das herrscht in unserem heutigen Tag, heißt Sealiach und hatte die Zahl 45. Engel, Sealiach, ist Engel, der treibende Kraft, was hinter allem steht. Schutzpatron, die vier Elementen. Feuer, Erde, Luft und Wasser. Gibt uns neue Hoffnung, weckt in uns die Begeisterung, hilft bei Herz- und Kreislaufkrankheiten, stärkt unsere Konzentration, motiviert uns, gibt uns Willenskraft und Ausdauer, hilft uns gerecht und weise handeln. Gibt ein neuer Schwung in unserem Leben, bringt etwas in Bewegung, gibt uns Lebenskraft, öffnet unserem Herz für die Liebe, steht zu der Sonne, steht zum Wasserelement und steht zum Tierkreiszeichen Skorpion. Und das war diese Glücksbotschaft, aber ich möchte noch etwas ankündigen. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die geheimnisvolle Rauhnächte. Diese Video, diese Klärungsvideo habe ich nicht veröffentlicht, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu kostenlos. Und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Und am 25. Dezember starte ich die Rauhnächte. Jeden Tag kommt ein Orakel und jeden Tag steht mit einem Monat in Verbindung. 25. Dezember steht zu Januar,
26. Dezember zu Februar, 27. Dezember zu März und so weiter. Und das endet dann 5. Januar 2019. Und dieser Tag steht energetisch in Verbindung zum Dezember 2019. In diesen 12 Tagen gibt es jeden Tag ein Orakel und beschreibe ich die einzelnen Monate. Am Mitternacht mache ich ein Ritual. Jeden Tag, in 12 Tage lang, jeden Tag gibt es Mitternacht ein Ritual, immer für den einzelnen Monaten, und jeder Monat hat einen einzelnen Themen. Darüber habe ich eine Liste gemacht. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt diese Liste, welche Ritual zu welchen Themen wird zugeordnet. Themen wie Beruf, Berufung, dann Themen wie Finanzen oder Familie, Nachwuchs oder Gesundheit oder Liebe, Partnerschaft. Also jeder Ritual steht zum anderen Themen und natürlich anderen Monat. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun, dann habt ihr die Liste. Ihr könnt das verinnerlichen, überlegen, und wenn das zusagt, dann dürft ihr ein Ritual auswählen. Die Teilnahme beträgt mein Honorar pro Ritual 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein.
Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steinen aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.